sind und die Buchse zu vergeben. Auf der anderen Seite die Premiere dabei zu sein in der Jury. Also das ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, natürlich. Und meine Verantwortung nehme ich wahr, denn ich habe eine Waage gebaut. Und dabei sein ist schon mal plus plus. Und kreativ umzusetzen, Teamgeist spüren zu lassen, tolerant zu sein, wenn es einmal nicht so ist, wie man so will, das ist dann plus, 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 plus. Und so bewerte ich das. Bei Markus Hirte ist es immer so, dass er immer eine gewisse Botschaft hat. Und das Ganze vor 20 Jahren begonnen. Da ist er aus einer Jux auf die Faschingsbühne gekommen, in der Begleitung einer alten Frau. Das ist eine Erfolgsgeschichte geworden, die Ermi-Oma. Die kennt man überall, volle Häuser, aber die Botschaft ist immer mit dabei. Ja, ganz genau. Es ist ja aus einer eigentlich Not heraus entstanden. Ihr habt es verstanden, wie wir in unserer Gesellschaft mit den Menschen umgehen, die nicht mehr gern gehört werden. Und so ist es entstanden, dass ich diese Geschichten, diese Begegnungen und Erlebnisse mit alten Menschen, die ich mir immer aufgeschrieben habe, einfach in diese Figur eingebracht habe, Ermi-Oma, die jetzt hinter mir am Rücken drauf ist. Und ich versuche damit meine Stimme zu erheben für die Menschen, die in unserer alten Entsorgungsgesellschaft nicht mehr so gern gehört haben. Und nachdem du selbst ein Therapeut war, dein Helfer war, selbst ein Pflegeheim auch geführt hat, weißt du, wie viele Leute jetzt auch zuschauen? Ja, ich gehe davon aus. Wir wollen den Fasching überall hinbringen, wo es vielleicht so nicht möglich ist, weil man nicht mehr mobil ist, aber mit dieser Übertragung ist es möglich. Ich wünsche dir alles Gute, alles hat in Köln begonnen im Fasching und es sollen noch viele Faschingsmomente noch dazukommen. Danke, viel Spaß und weiterhin kreativ arbeiten, miteinander was machen und Teamgeist ausüben. Und viele 10 Punkte. Danke.